Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an diese Bilder aus dem vergangenen November. Damals gab es eine große Anlieferung auf dem Campus der Universitätsklinik Magdeburg. Konkret wurde der neue 7-Tesla Magnetresonanztomograph angeliefert. 7-Tesla beschreibt dabei die Feldstärke des Magneten. Derzeit ist dies das Maximum, welches erlaubt ist. Im Haus 92 ist schon seit Anfang der 2000er Jahre ein 7-Tesla MRT beheimatet, wurde erst vor kurzem auf den neuen Stand der Dinge gebracht und nun wurde das Haus erweitert, um für diesen zweiten Koloss Platz zu schaffen. Ein großer runder Metallblock, so konnte man das MRT wohl am besten beschreiben, als es per Kran angeliefert wurde. Im Anschluss ging es in den Neubau, damals war alles noch im Rohzustand. Seitdem hat sich einiges getan, sodass am Mittwoch zur symbolischen Inbetriebnahme geladen wurde. Also es wurde zunächst das Gebäude fertiggestellt, es wurde der Magnet installiert, es sind unglaublich viele Justagen notwendig, um die Leistungsfähigkeit des Geräts zu garantieren. Das fängt damit an, dass das Magnetfeld seine Stärke erreichen muss. Es fängt damit an, dass das Magnetfeld sehr, sehr homogen sein muss. Das heißt, überall im Messvolumen wollen wir exakt die gleiche Magnetfeldstärke erreichen. Dann gibt es sehr, sehr viele komplexe Komponenten, die alle miteinander interagieren müssen. Doch das wohl Besonderste, dieses Gerät ist so neu, es stammt aus einer Produktpalette, die es jetzt noch gar nicht gibt. So hat der Hersteller, Siemens Healthineers, hier vor Ort noch zahlreiche Tests und Endabnahmen durchgeführt. Brandneue Technik also, die man während des Interviews im Hintergrund hören konnte. Denn so klingt das Gerät, während es scannt. Angeschaltet ist es aber dauerhaft, deshalb können wir hier nicht näher herantreten. Das liegt an der Technologie, die wir für die Erzeugung des Magnetfeldes nutzen. Das Magnetfeld wird mit sogenannten Supraleitern erzeugt, also ein Draht, der tatsächlich keinen Widerstand bietet. Das funktioniert nur, wenn der Draht sehr kalt ist. Der wird hier mit flüssigem Helium auf minus 270 Grad gekühlt. Und wenn dieser Strom einmal in dem Draht ist, dann haben wir gar kein Netzteil mehr angeschlossen. Das heißt, der Strom wird eingespeist und läuft dann über Jahre hinweg alleine weiter. Das heißt, der Teil braucht tatsächlich keine elektrische Energie. Im Notfall kann es aber abgeschaltet werden. Es würde aber viele Stunden dauern, das Magnetfeld wieder aufzubauen. Am Ende ist dies aber so stark, es würde mir die Kamera aus der Hand reißen. Zum anderen wurde beschrieben, dass die Interferenzen die Technik nutzlos machen. Also schön mit der Kamera vor der Tür bleiben. Daten werden aus dem benachbarten Technikraum per Glasfaserleitungen übertragen und ein Großteil der Leistung ist am Ende für die Kühlung notwendig, welche sich in diesem Schrank befindet. Doch gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Was ist eigentlich ein MRT? Wir haben hier eine Maschine, die ohne jede Strahlung, ohne jede Invasivität in die Köpfe von Menschen schauen kann. Wir können kleinste Details im Gehirn sichtbar machen, wir können Gehirnfunktion messen. Und wir können die Verbindung zwischen Hirnarealen sichtbar machen. Das heißt, sowas wie die Verkabelung unseres Gehirns. Wir nennen das Konnektom. Und aus dem Grund nennen wir das Gerät auch liebevoll 7-Tesla Konnektom. Konkret dringt das beschriebene Magnetfeld in den menschlichen Körper ein. Abhängig vom Wassergehalt reagiert das Gewebe im Körper unterschiedlich. Diese Resonanz wird gemessen und zu einem dreidimensionalen Bild verarbeitet. Alles Eigenschaften, die fast jedes 7-Tesla MRT auf der Welt erfüllt. Doch was macht dieses hier so besonders? Denn das einzig vergleichbare Gerät steht in einer Universität in Kalifornien und selbst in diesem Vergleich schneidet das Magdeburger Gerät besser ab. Das Highlight ist, dass die Komponente, die im Gerät Information kodiert. Ja, wir müssen ja die Information, die im Gehirn steckt, auf Bilder bringen. Ja, zum einen, wo ist etwas im Gehirn, aber dann auch, welche Funktion ist im Gehirn. Und die Komponente im MRT, die diese Information kodiert, die ist in diesem Gerät 10-mal so stark wie in jedem bisher verfügbaren Produktgerät, selbst bei 7-Tesla. Zum Verständnis vielleicht mal ein Kameravergleich. Das, was bei diesem MRT so viel besser ist, wäre bei einer Kamera der Bildsensor. All dies soll am Ende genutzt werden, um krankhafte Veränderungen im Gehirn besser erkennen zu können, Stichwort Alzheimer. An diesem Thema wird ja schon länger geforscht und dieses Forschungsgerät soll nun für bessere Ergebnisse sorgen. Es ist Teil des Center for Advanced Medical Engineering der Universität Magdeburg, soll aber auch dem Leibniz-Institut, dem DZNE und dem Forschungscampus Stimulate zur Verfügung stehen. 15 Millionen Euro wurden investiert, rund 12 Millionen davon bezogen aus EFRE-Mitteln.
Den Rest stemmte die Forschungseinrichtung mit eigenen Mitteln. Die ersten Menschen sollen übrigens im Mai durchleuchtet werden.